spielen. Oh, wie schön, das kriege ich hier. Da, wir sind wieder da, auch in diesem Jahr heißt es wieder Mallorca, und zwar 3-2-1. Oder da, oder je nachdem, wie ich überhaupt angefangen habe, überhaupt zu erzählen, sagen sich die einen jetzt, oh mein Gott, Mallorca, und die anderen, juhu, Mallorca, ja. Es ist wieder soweit, die jährlichen Mallorca-Vlogs schlagen hier ein auf dem Kanal. Wir sind wieder 5 Tage auf der Insel, und wer darf natürlich nicht fehlen, ihr habt es schon durchs Bild ruhig gesehen. Moment, ich habe die Kamera noch nicht rumgedreht. Ich wollte erst ein paar tief schürfende emotionale Worte von mir lassen. Die Frau, die seit letztes Jahr nur noch von Mallorca geträumt hat, und die Frau, die Krippawix mit Hotel Zahnputzpecher runterspült. Genau. Maybell, die unersetzbare, meine bessere Hälfte. Schön, dass sie wieder mit da ist. Dann haben wir noch einen Mensch, ganz neu auf Mallorca. Von letztes Jahr bekannte Silvana und unser Pferd. Auf jeden Fall Chestnut. So, wir sind gerade gelandet. Flughafen gerammelte voll hier in Palma. Und jetzt kämpfen wir uns hier erstmal irgendwie durch die Menschenmassen raus. Guckt euch das an. Wahnsinn. Das ist der Plan, so wie ich es gerade eben schon gesagt habe. 5 schlanke Folgen Mallorca. Wir haben einen Mietwagen wieder dabei, 2-3 Tage wollen ein bisschen um die Insel flitzen, und ihr fragt euch jetzt sicher als allererstes, oh mein Gott, wo ist Alibaba? Keine Panik, der kommt morgen, der kommt einen Tag später. Siehst du, in der nächsten Folge ist Alibaba auch mit dabei. Tor 1, Tor 2, den Briefumschlag oder 50 Euro? Kennen sie nicht, kennen sie alle nicht mehr. Das funktioniert nicht. Nee. Alter! Was macht ihr denn hier? So, ich kann dieses Mal leider nicht behaupten, dass die Schlagersonne blendet. Because, ihr seht's, es ist very cloudy today. Zack, bumm. Venus Playa. War ich letztes Mal 2014 drin. 9 Jahre her. Damals war es noch orange gewesen. Mal gucken, ob sie das Zimmer mal renoviert haben. Wir mussten die teuren Taxis nehmen, weil die Frauen Hunger haben. Und wenn Frauen Hunger haben, dann wären sie böse. So, dann gucken wir mal rein hier. Schuppen. Fix einchecken und dann geht's mampfen. Hey, gib einen Brief für mich. Was kann noch eine Alibaba? Hey, ich weiß nicht, was ist denn los? Halt mal gerade. Halt gerade. Was ist das denn? Ach, Jörg, Alter. So. Jörg. Hallo ihr Lieben, endlich ist es soweit. Ihr könnt ein paar Tage Malle genießen. Da ich ja nicht dabei sein kann, habe ich diesen Brief einem guten Freund von mir gegeben. Er sitzt bereits am Pool mit 6 Büchsen San Miguel und wartet auf euch. Okay. Was? Hä? Das ist weiter draußen? Dann geht sie raus. Ganz wichtig, erst einchecken, danach zum Pool. Anstoßen. First check-in, dann zum Pool.
Zimmer beziehen und gucken, ob es sich wirklich um ein Hotelzimmer handelt. Ja. Rick, bitte lass die Cam an und geh jetzt geschlossen zum Pool. Ich wünsche viel Spaß, ordentlich krachen. Der Schluckspech ist ein Monat los. Lieben Grüße an Jogi Jörg von Oldplatz. Er müsste das mal einchecken. Okay, check in. Und dann müssen wir an den Pool gehen. Okay. Machst du weiter? Ja, ich film. Was ist denn? Was ist denn schon wieder los? Was? Nimm mal bitte. Ist da noch mehr drin? Ist da Geld drin? Jörg, hast du 500 Euro? Warte mal, ich muss erst mal. Hä, was geht hier schon wieder ab? Nee. Entweder ist jetzt Jörg selber da. Das gibt's doch nicht, das ist ein blöder Vogel, ey, Alter. Oh, nee. Geil, Jörg ist mit da, Alter. Hast du lange gewartet, ey. Jörg ist auch da. Ja, klar. Jörg hat die ganze Zeit gesagt, er kommt nicht mit, passt das nicht, er schafft das nicht zeitmäßig. Jörg ist da. Geil. Wie hast du denn das? Aber gewusst? Warum? Du Arschloch, hast die ganze Zeit nichts gesagt. Jörg ist am Start. Papa aber erst dabei. So, eingecheckt nach einer Viertelstunde. Jetzt müssen wir erstmal mit Jörg. Ich will erstmal jetzt trinken hier. Geil, da hat schon schönes kaltes Bier. Und die da drinnen sitzen alle und essen nur Schrimps. Ja, ich hab den Henkelpott, ne? Ja, Mel muss erst noch die 500er sortieren. Oh. Was macht du denn eigentlich, den Kohle? Oh. Na dann, Bing, auf ein paar geile Tage hier. Jörg dabei, ja, geil. Mega. Ja. Ich wollte gerade sagen, Jörg, nicht, dass du hier am zweiten Tag wie in deinem Opening-Videos hier schon mit Kripper Wix auf dem Zimmer liegst und nicht mehr kannst. So. Da wollen wir mal gucken. Oh, sieht aus wie ein Hotelzimmer. Schöner Blick ins THB Maria. Wie geht's auf? Maria Isabel. War ich auch schon drin, seht ihr in anderen Videos. Lass mich raus. Naja, also ich würde sagen, im Vergleich zu 2014 haben sie mal einen neuen Duschvorhang rangemacht. Sexy. Ja, das falsche T-Shirt, aber nicht nur das falsche T-Shirt, ich denke auch, dass Mel die falschen Schuhe anhat für heute Abend. Ich bin gespannt. Warum? Obwohl, die sind so dick, dass die Glasscherbe abgewehrt werden kann. Was? Glasscherben? Ich weiß gar nicht, was ich das letzte Mal immer anhatte. Ich hatte keine Turnschuhe an. Schon um 8 mittlerweile durch. Wir haben jetzt folgenden Schlachtplan, ins El Palcio zu gehen. Weil ich habe Bock auf die geilen Rippchen von da. Und dann, wenn wir es schaffen, jetzt in anderthalb Stunden, zwei Stunden, Knossi tritt noch auf im Megapark. Lass ich mal reinziehen. Guckt euch die Schuhe an. Wir sind im El Palcio gelandet. Wirklich mein Lieblingsrestaurant hier unten, muss man wirklich so sagen. Ja, ganzen Jahr Erfahrung schon. Das sind sie, Leute hier. Ich will das. Air Rips. Da kam das Steak. Der Geschenke drin, das war wie der Jammer. Umkopf, Ankopf, Innenkopf. Ja, sie sind da. Schickst gleich mein Vorderland. Und falls ihr euch in der El Palcio verirrt und die Spare Ribs bestellt, gibt es in zwei Größen. Das ist Grande und das ist Klein. Das könnt ihr euch selber ausdenken, dass das eigentlich, na gut, das ist doch mal ein halbes mehr ungefähr, doch, ja, passt schon. Geil, Alter. Oh, Leute, das war wieder ein Fest. Ein Fest gewesen. Gerammelte voll. Mit anderthalb Kilo Rippchen im Bauch geht's jetzt in Richtung Megapark, wenn wir es schaffen. Halbe Stunde. Uns gerade aufgefallen, hier I Love Tabana, früher so Asadito gewesen. Da hat wohl die Cousage-Gruppe oder Cousac-Gruppe, ja, hat das Ding wohl wieder reaktiviert. Lange nicht drin gewesen. So,
Schön, dass Jürgi Jörg aka Papa Bär wieder mit dabei ist jetzt hier. Ich freue mich sehr. Ja, schön. Bierstraße gerade angekommen. Das ist, Mensch, das ist die Bierstraße. Das ist so Generation wie Jürgi Jörg quasi. Jürgi Jörg. Bin schon mal gutes Fußball, Leute. Ja, hier läuft überall Fußball. Ist Dings da? Marcel? Nee. Na, guck, ob wir es noch schaffen zu Knossi jetzt. Natürlich nicht. Von mir aus kann das die Welt wissen, ich bin frei. Also ich bringe mir die nicht frei, aber ich kann treffen. Hallo, die Kamera läuft. Was denkst du jetzt? Guckt das deine Mutti an? Übrigens, ich bin Single für die Frauen, ja, die jetzt Lust haben, mich kennenzulernen. Ja, aber letztes Jahr die Comic-Con. Genau. Aber komm, ich hänge zu wild. Megapark, das sitzt im Hintergrund. Hab ich gesehen, ja. Müssen wir mal gucken, ob da jetzt eine Schlange von 500 Metern ist oder ob man da jetzt eigentlich reinkommt. Entspannt. Und es regnet. Falls ihr es nicht mitkriegt auf der Kamera, es regnet ganz leicht. Ganz leicht. So. 25 Euro bezahlt. Es gibt einen Liter und ein T-Shirt gratis. Ja, dann mal gucken. Und rein da. Das ist Wodka pur. Long Island. Wo seid ihr? Eins in den Chest, eins in den Chest.
8000 Kontraktoren mit Dreiern gefällt. Eins in den Chat, eins in den Chat. Bis zur Halbzeit durch. Und wie gefällt es dir denn so als allerersten Tag? Ja. Allererstes Mal auf Ballermann. Da ist er. Da ist übrigens das Meer. Willst du mal das Meer sehen? Willst du mal das Meer sehen? Sehen wir morgen früh, oder? Ja, sehen wir morgen früh, beim Frühstück. Rick, möchtest du einen Pimmel? Ein Pimmel? Ja, ein Pimmel. Nein, ich will kein Pimmel. Ja, dann musst du mal in den Supermarkt reingehen, wenn du unbedingt noch ein Wodka-Lemon holen willst. Doch, ich will auch noch Wasser haben. Komm, ja, ich gebe dir Geld. Komm, wir können Wasser kaufen. Man muss ja, wenn man ins Hotel zurückkommt, muss man ein bisschen Flüssigkeit tanken. Ne? Aquawoman, du musst noch auf der rechten Hand noch einen anderen Sixpack nehmen, damit du ein bisschen Nacken trainieren kannst. Hallo, nachts 12:30 ist nicht die Zeit zum Shoppen. Ach, das sind Frauen, wenn Frauen mit sind, Leute. Okay. Ja, du wolltest einen Trigger Wasser tragen. Bis zum Ballermann 9. Wir sind am Ballermann 5. Ich bin gespannt. Hallo? Hallo?
guckt euch den Bizeps an, Leute. Hallo. Krass. Der Maul, komm jetzt so her. So, Melbel und Bench machen in die Haya und Jürgi und ich machen nochmal auf dem Bierchen Bier. So, Melbel dort drüben mit Sixpack bewaffnet, leider kein Bier, sondern nur Aqua. Gehen wir hier, was The Club? Ist Hello geworden? Ne, warte mal, Hello The Club, so rum. Total verstrahlt. Hey, Hello The Club, heute? Nee, heute nicht. Heute nicht. Heute nicht. Ich muss morgen. Ich muss erst mal pullern. Und, und die kostenlose Toilette ist im Bierkönig. Deswegen gehe ich erst mal im Bierkönig pullern. Oh Mann. Ungefähr 15 Promoter hier am Hello The Club. Ach, hier überhaupt. Die Nippel, oder? Wie nennt man die denn, die Nippel? Nee, nennt man die Nippel? Welche? Na, die? Oder was ist das? Das sind Trempel. Trempel? Ja, holländisch. Und auf Westdeutsch? Oder Vollpfosten. Vollpfosten? Ich weiß nicht, wie man die auf Ostdeutsch nennt. Vielleicht Boppel? Oder Knuppel? Ich würde sagen Knuppel. Knuppel ist Ostdeutsch. Na dann, vamos a la playa. Na dann, auf ins Getümmel. Schiffen. Wir sind jetzt auf der Suche nach einem verrückten Kellner. Mal gucken, wo sich Basti, wo bist du? Ein Rand, weißt du, ein Jürg versucht verzweifelnd, einen Aufkleber aufzukleben irgendwo, hat aber von der Bildzeitung die Lesebrille nicht dabei. Was ist denn jetzt das Problem? Ich bin zu oft im Kindergarten. Ja, jetzt halt mal hier. Was ist denn hier? Schiffe macht das. Du hast das schön komplett verkriegt. Zwei Stunden später. Das ist kompliziert. Ich krieg's nicht hin. Vor allem, das ist ja schon ab gewesen vorne. Ja, aber das ist zu hart. Weißt du, ist egal. Hä? Wo ist er denn hin? Hast du ihn wieder in China bestellt? Ist egal, wenn man den. Komm noch. Oh, Alter. Der packt ja Aufkleber aus, so große Radkappen. Gullideckel. Selbst den kriegst du auch nicht auf. Du solltest ja welche mit so einer Lasche suchen. Okay. Nehmen wir jetzt einfach den hier. Ah, zack, bumm. Wie ihr seht auf dem Video, wir haben ja damals ein T-Shirt geschenkt. Flying Basti. Mal gucken, er wird es nicht anhaben, aber wo ist? Wir haben gerade nachgefragt bei dem Kellner, Basti hat frei. Erst morgen wieder da. Das heißt, wir gehen mal ans Pult. Rick Arena ist da oben, Ping überhaupt, und da wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht von oben da mal einen Blick erhaschen können. Grüße gehen überhaupt raus an Felix, gerade getroffen aus Magdeburg. Ping an dich. Ronaldo, danke. Uh-huh.
hier durch, durch diese ganzen Stühle und gucke im Müll, ob mir irgendwas, jeder sucht das, was er denkt, was am meisten Geld bringt. So, was haben wir denn hier, was haben wir denn hier, was haben wir denn hier? Ich brauche irgendwas, oh, das ist schon mal, was ist das denn? Ah, ich habe ein T-Shirt. Ich wäre irre. Ha, T-Shirt, geil. T-Shirt meine. Oh, eine Sonnenbrille. Das wird immer besser. Du musst einfach nur mal nur im Bierkönig lang gehen. Also sehe ich nichts. Ich muss die Brille erstmal wieder absetzen hier. Du bist da drüben. Oh, weißt du, was geil wäre? So ein 50-Euro-Schein. Jetzt aber nur Müll. 50-Euro-Schein. Also ich habe gehört, Jürg hat einen Kümmerling. Wir gehen jetzt erstmal hier durch. Was haben wir hier? Guck mal, was haben wir denn hier? Also komplett ausgerüstet hier, Jungs. Ich bin sogar kein Skorpion, aber egal. In den Schuh. Das ist ein Fußballschuh. Warum? So, ein bisschen weiter suchen. Oh, hier ist a lot of trash. Oh, eine Schachtel kippen. Eine Schachtel kippen. Die nehmen wir auch mit. Und was ist das? 5-Euro-Schein? Nee. Nee, das ist ein Ticket. Oder? Noch eine Sonnenbrille. Ich muss mal. Und ein Feuerzeug. Schon die zweite Sonnenbrille. Und was ist das denn? Ihr bezahlt bei Helmut 5 Euro. Was ihr da macht? Guck mal. Ich bin gespannt, was du alles hast. Ich bin noch nicht fertig. Guck mal. Ja, komm, wir hören jetzt auf. Ey, komm. Alter, pass auf. Okay, also. Warte, einmal fest. Mach bitte fest. Einmal fest. Ey, wir sind noch lange nicht fertig. So, jetzt. Was hast du? Die Luftballon. Okay, warte. Gegen. Gegen eine Schachtel kippen, Alter. Halb voll. Auf jeden Fall 5 Euro. Ja, sag mal 2,5 Euro. Und dazu noch ein Feuerzeug, links oben drauf. Ja. Ja, was hast du? Das ist wie Poker hier. Was hast du noch? Ich habe Aufkleber. Ich habe einen Skorpion Armreif gefunden. Hervorragend. Was soll ich machen? Was ist das? Was ist das denn? Das ist ein Gummi, das ist eine Raupe, das ist eine gelbe Raupe. Ich habe 2 Sonnenbrillen. Ja, ist schon nice. Und jetzt kommt noch ein Kopf. Ich hab noch einen Aufkleber. Ich habe noch einen Megapack-T-Shirt gefunden, komplett eingepackt. Ich glaube, ich habe gewonnen. Hä, was? Das zählt doch nicht. Ich habe einen Megapack. Die kostet schon 30, 40 Euro. Hä, was? Wird die Dinger. Geht die noch? Zieh mal. Nein, mach ihn. Hey, komm, Alter. Kriegst du von Lils? Hallo? Ja, ich hab. Warte mal, meine Kippen, die muss dir. Hallo? Aber ich habe nicht nur eine. Hä? Wie? Oh. Ist ja noch Feuerzeug. Das gibt's ja gar nicht. Und? Zu guter Letzt. Was hast du denn noch alles? Noch eine. Das gibt's gar nicht. Also ich würde sagen. Ich nehme die Kippen erstmal mit hier. Alter. Die Films geht an mich. Ich bin doch nicht. Ja, aber ich habe 2 Sonnenbrillen. Immer noch. Ja, das ist von Helmut. Zu. Jürg hat gewonnen, aber morgen ist auch noch ein Tag. Ja, ist schon. Ja, wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir noch mal ins Oberbayern gehen. Und wenn man Bierkönig geht nach dem 12, dann hat man halt auch ein paar Kippen. Mach mal, zieh mal hier raus hier. Hallo? Hallo? Nee, heute keine. Nein, keine Foto. Ich brauche nicht, aber wir packen. Aber die wollen ja kostenlos. Da ist ein Feuerzeug drin. Ja,
Für lau, Leute, für lau. Oh Gott. Im Übrigen passiert morgen noch was. Und da schmeckt der Vorsport. Der schmeckt furchtbar, ja. Gibt das nicht mit Geschmack? Mein Fuß ist nass, voller Bier. Stimmt, mein Fuß ist betrunken. Das ist ein Bierfuß. Bierfuß. Wir können ja jetzt jeden Abend eine Challenge machen, Bierkönig. Nach um 12, wer die geilsten Sachen findet. Nimm jetzt deine Karte, bitte. Ey, ich fasse jemanden. Oh, bei Gott. Da drüben überhaupt wahr gewesen. Grillmüller ist kaliert da für die Geschichte. Ende. Und Schinkenstraße, Bierstraße sieht auch schon sehr tot aus. Wir haben es jetzt aber auch schon, glaube ich, kurz vor um 3. Aber frühstücken sehe ich mich in der nächsten Folge lieber in der Krone. Und immer noch hier Augenmerk aufs Next Level Inc. Da hat sich aber einer beim Scrabble richtig ausgetobt. Ich guck jetzt mal hier rein. Ist so, glaub mir. Kannst du nichts essen? Kann man nichts essen? Ist wirklich nur ein Tattoo-Studio? Wie viele Leute lassen sich denn hier tätowieren? Hä? Krass. Ich wusste gar nicht, dass Tattoos hier so gehen am Ballermann. Und das war's für die erste Folge Mallorca 2023. Liebe Grüße gehen schon mal raus an die, die ich hier persönlich getroffen habe. Ich weiß nicht, mich haben ungefähr 5 bis 6 Leute hier angesprochen. Geil, schön, dass du wieder da bist, bevor jetzt auf die Videos und so. Grüße gehen zurück. Hat mich gefreut. Ich habe die Namen vergessen, außer Felix. Felix ist irgendwie hängen geblieben. Ja, das war's. Nächste Folge starten wir durch. Ich denke mit dem entspannten Frühstück mit Jörg wieder. AK, Old Platz. Irgendwo in der Krone oder im deutschen Eck zum Frühstück und dann gucken wir, was der Tag so bringt. Ich freue mich, es ist schön wieder hier zu sein auf Mallorca, die Mutter aller Inseln, und in diesem Sinne sind wir raus. Und wir sehen uns nächste Woche Samstag. Cheerio! Schweinebacke! Die ganze Welt hat er schon gesehen. Die ganze. Und zeigt auf YouTube, was er lebt. Oh ja! Rick ist wieder auf dem Roadtrip und wir freuen uns, dass es losgeht. Hey.